Jo, hallo und herzlich willkommen zu Sam Spicy und The Forest Again im Flugzeug. Ja, anscheinend hat es unseren Spielstand erwischt. Also müssen wir nochmal anfangen. Leider Gottes. Leider Gottes ist unser schöner Spielstand mit unserer schönen Mauer weg. Hat irgendwie nicht gespeichert, ich habe keine Ahnung warum. Ich kann es nicht sagen, ich probiere es jetzt einfach nochmal, falls das nicht funktionieren sollte. Müssen wir wahrscheinlich erstmal auf den neuen Patch warten, denn ohne Speichern bringt es natürlich nicht so viel, sage ich jetzt mal. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber was soll man machen? Ich finde auch, dass die Programmierer dann erstmal dafür sorgen sollten, dass man das Spiel anständig speichern kann. Auch wenn es eigentlich klar ist, dass in 11 Tagen, wenn der neue Patch kommt, sehr wahrscheinlich sowieso der Spielstand kaputt gegangen wäre. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen albern. Sollten sie auf jeden Fall zügig fixen. Ja, wie gesagt, nehmen wir erstmal wieder alles mit hier. Ich meine, wenn man schon ein paar Euro für das Spiel hier bezahlt über Steam, so sollte zumindest das Speichern funktionieren. Hallo? Naja, wollen wir einfach mal das Beste hoffen, dass es jetzt klappt. Wollen wir am besten auch nur ein kleines Lager erstellen und uns irgendwo verpissen, wo sie uns vielleicht nicht sehen, direkt. Oh, okay. Letztes Mal hat er auch wieder die Lurche nicht eingesammelt. Aber diesmal haben wir möglicherweise ein bisschen mehr Glück wie letztes Mal. Wie gesagt, sorry. Hat eigentlich ganz gut angefangen. Da unten hatten wir eigentlich, wo wir waren, hat uns, also mir, hat das eigentlich ganz gut gefallen. Waren da doch ein bisschen geschützt, haben wir ja auch schon einiges gemacht. Aber was nützt es jetzt, um den Spielstand zu trauern? Wollen wir einfach mal das Beste hoffen und es auf ein neues probieren. Oh, es laggt wieder ein bisschen. Ab und zu hängt der Computer halt ein bisschen. Obwohl ich alles schon runtergeschraubt habe. Ihr seht das ja selbst. Diese Tennisbälle sind echt furchtbar. Gut, wir wollen uns hier jetzt erstmal verpissen. Wir gehen mal wieder Richtung Strand. Ich hoffe, dass hier zumindest der Strand irgendwo ist. Ich glaube, hier ist auch schon direkt wieder unsere Stelle. Oder? Könnte sein. Ich fand das da eigentlich nicht schlecht. Hier haben wir einen Tümpel.
sind ein paar Fische drin. Ja, sind leider kein Stückchen hier. Leider kein Stückchen hier. Was zu essen, erstmal alles mitnehmen wieder, was wir hier so finden. So einen Scheiß braucht man nicht. So einen Scheiß brauchen wir auch nicht. Taschenlampe. Naja. Noch ein Stückchen. Letztes Mal haben auch die ganze Zeit ein paar Steine gefehlt. Da war ich eigentlich froh, dass ich ein paar da am Strand gefunden habe die ganze Zeit. Irgendwie sind die Dinger verschwunden. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Oder ist das etwa der Rest vom Flugzeug? Nee. Ich frage mich echt, wo die andere Kabine liegt. Also, anderer Teil vom Flugzeug. Anscheinend bin ich echt mitten im Wald abgestürzt jetzt. Der Tümpel, bleiben wir mal hier oben. Machen erstmal einen kleinen Waldspaziergang. Was Medizin sollte ich eigentlich auch erstmal nehmen, bevor ich von hinten einen übergebraten bekomme. Aber ich will erstmal nur zum Strand. Na, da hinten ist schon ein bisschen Wasser. Dann erstmal orientieren, wo wir hier sind. Okay. Ich glaube, da unten müsste ja irgendwo der Stab liegen, um Fische zu fangen. Tatsächlich. Den können wir schon mal mitnehmen. Da vorne war ja ein Tümpel. Jetzt gehen wir erstmal hier hin, nehmen unsere Medikamente. Zwei Stücke. Ich habe noch keinen einzigen Stein wieder gesehen. Wir latschen jetzt erstmal hier im Wald lang. Wir haben auch eine Höhle schon, wo unsere netten Menschen wahrscheinlich rauskommen. Aber Steine? Am Strand sollten ja eigentlich immer ein paar rumliegen, aber ihr seht es ja selbst. Steine sind irgendwie Mangelware. Irgendwie blinkt hier gar nichts. Blinken sehr spät irgendwie die Steine. Ich weiß nicht, ob das natürlich daran liegt, dass ich jetzt alles auf sehr nah gemacht habe hier, damit das Spiel wenigstens halbwegs läuft. Aber ich scheine echt in den letzten Karpaten hier abgestürzt zu sein.
Eine gute Stelle finde ich jetzt erstmal auch nicht. Wir brauchen ja Bäume und zumindest ein paar Steine, ein paar Hölzer, um uns erstmal wieder ein Lager bauen zu können. Ist das kein Stein? Sieht nicht danach aus. Ja. Aber da ist einer. Luschinski läuft auch noch rum. Da sind ein paar Container, sogar am Strand gespült. Ich gucke mal kurz, ob ich aufsteigern mitnehmen kann, aber sieht nicht danach aus. Tja, das war auch wieder sehr schlau. Sehr schlau. Aber gut, wir können ja erstmal ein bisschen das Armor nehmen. Ja, sieht ganz gut aus. Nehmen wir den auch noch mit. Gucken wir mal in den Container rein. Die habe ich hier eigentlich noch nie rumliegen gesehen. Aber ist auch nichts drin. Der scheint zu schweben. Oh, Medikamente. Das ist natürlich nicht schlecht. Noch ein bisschen das Geld. Tennisball. Und wieder für Boris Becker. Oh, jetzt hat er sogar seine Axt weggeschmissen bei der Aktion. Hat sie aber direkt wiederbekommen. Ja, unsere Stelle scheint etwas weiter weg zu sein. Wieder Alk. Alk ist gut. Können wir uns wenigstens abends am Lagerfeuer einsaufen. Natürlich sollte dann auch, da ja unser Sohn entführt wurde und wir ein bisschen Alkohol haben, die Aggression ins Maßlose steigen. Was natürlich unseren Überlebenskampf stärkt. Wäre auch cool, so wenn er saufen würde. Was weiß ich, was das ist, Bier oder Schnaps. Wenn er dann ein bisschen so schwanken würde, so wie bei GTA, wenn Trevor sich einsäuft. Und dann irgendwo vielleicht dann auch in Unterhose aufwachen würde, aber das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Viel an hat unser Typ ja eigentlich nicht, außer eine kaputte Jeans und ein schwarzes Hemd. Aber gut. Was ist das da hinten? Ist das der erste Wasserfall, der nach oben fließt, oder was soll das sein? Under the Dome, oder was ist da los? Also, bisschen eigenartig. Ja, da vorne ist auch schon ein Häuschen von den Ureinwohnern. Ist natürlich klasse. Oh, da war ein Berg. War das nicht die Stelle, wo Gronkh seine Fetzerei hatte mit 20 Leuten? Könnte sein. Momentan scheinen sie ausgeflogen zu sein. W. Lurch.
Ich habe aber was gehört. Oder sollte. Oder sollte die Musik nur kommen, weil ich mich in der Nähe des Dorfes von denen aufhalte? Ja. Dann machen wir aber schneller hier lang. Aber er hat schon wieder keine Ausdauer mehr. Also, erstmal eine Coke. Und weiter geht's. Ja, ich muss ja irgendwo hin, wo ich ein bisschen geschützt bin, sage ich jetzt mal. Ich war schon am Überlegen, da vorne auf die Insel zu gehen. Allerdings habe ich keine Lust, die ganze Zeit hier Holzsichtwasser zu schwimmen. Also. Vielleicht wäre das, oder zu tragen, im Schwimmen zu tragen. Natürlich wäre das da hinten vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber das ist alles mir ein bisschen zu weit weg. Jetzt geht auch noch die Sonne unter, also ein kleines Lager sollte ich mir jetzt schon irgendwie bauen, wie gesagt. Dass der andere Spielstand da so abgekackt ist, ist natürlich ärgerlich, um es jetzt mal milde auszudrücken. Aber gut, dann haben wir schon mal eine kleine Orientierungshilfe und sehen, wie hier mit dieser Beschaffenheit des Terrains aussieht. Aber Steine sehe ich immer noch nicht. Und da war unsere Stelle eigentlich doch ganz gut. Da sind wenigstens immer wieder mal ein paar Steine gespawnt. Hat auch Hunger, also ich habe zwar noch einen Snickers am Start, aber ist natürlich langfristig keine gute Option. Und ich will irgendwo hin, so wo ich ein bisschen was machen kann. Was ist das? Aloe Vera, ne? Oder wie oder was? Ne, ein paar Pilze. Ich glaube, die kann ich aber snacken. Ein paar Pilze. Ja, sorry, ich habe irgendwie einen Knubbel im Hals. Aber wir sollten uns natürlich auch ein bisschen was von denen entfernen erstmal. Am Anfang zumindest. Aber dass das natürlich jetzt so schnell dunkel wird, ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Tja, nützt ja alles nichts. Hier haben wir eine kleine Ecke zumindest, wo wir
uns vielleicht erstmal hinhocken sollten. Und zumindest schon mal pennen können. Einfach mal so dahin. Und machen wir einfach mal hier provisorisch eine Feuerstelle. Vielleicht auch nicht, dass sie das direkt sehen. Vielleicht hier auch in der Ecke. So. Und da er ja Kohldampf hat, probieren wir erstmal das da so hinzustellen und erstmal ein paar Steine zu suchen. Aber ja, das Licht geht aus. Und wir stehen jetzt im Dunkeln, sind hungrig. Den kann ich nicht nehmen, den Stein, ne? Hat hier nur so kleine Steine rumliegen. Ich weiß gar nicht, was das soll. Den da muss ich dann nehmen können, ja. So, dass wir uns wenigstens was zu essen machen können. Und den Stock hat er auch noch weggeschmissen. Aber es dauert wirklich etwas länger, bis diese Steine angezeigt werden. Vielleicht sollte ich das beim nächsten Mal so einstellen, dass zumindest die Gegenstände, also früher angezeigt werden, damit ich nicht hier rumlaufe wie Falschgeld. Wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, bei meinem Glück fällt der Baum natürlich. Er ist schwach, ich weiß. Trotzdem braucht man einen Baum. Wir können ja erstmal hier unseren kleinen Snack bisschen Mangiare machen. Ist klar. Mann, 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 Mann. Ein Anfang, wie hier im Buche steht. Der erste Baum, den ich fälle, fällt natürlich so ins Wasser, dass ich nicht mehr dran komme. Steine noch. Uns ist kalt zusätzlich. Und wir werden wohl die Nacht durcharbeiten müssen. Ja wohl irgendwie kriegen. Es regnet Baumstämme. Die allerschlechteste Ecke hier scheint es wohl nicht zu sein, denn ich habe bis jetzt
wenigstens noch keinen gesehen. Überhaupt gar keinen gesehen. Ist das nicht ein Stein? Ja, komm schon, ja. Komm schon, komm schon. Obwohl die Baumstämme da hinten werden ja angezeigt, also. Nur die Steine irgendwie nicht. Also erst sehr spät. Ja, wir nehmen den jetzt auch erstmal mit. Obwohl ich eigentlich es nicht mag, immer nur für einen Baumstamm hier rumzulaufen, aber was willst du machen? So einen Stein braucht man noch und ein Bäumchen müssen wir noch fällen. Dann können wir uns erstmal einen Lurch braten. Ohne Feder. Die brauchen wir später, um Pfeile zu machen. Ja komm, nehmen wir den hier einfach erstmal kurz. Das Feuerzeug scheint auch unheimlich viel Gas zu haben. Also so wie es auch aussieht, ist es das gute alte Big-Feuerzeug. Habe ich auch immer gerne gehabt. Zählt ewig. Naja, mit den Baumstämmen da unten können wir irgendwann mal ein Floß bauen. Ja, brauchen wir auch 5 Steine noch. Aber erstmal einen, damit wir was essen können. Der kann erstmal da liegen bleiben. Nochmal ein Feder. Und wir begeben uns auf die Suche nach einem Stein. Ein paar Stickies noch mitnehmen wieder. Wenn er sie denn aufnehmen würde, was er nicht tut. Noch jetzt. Aber kein einziger Stein. Natürlich wirklich ein bisschen blöd, wenn man hier die ganze Zeit rumläuft und keinen einzigen Stein findet. War doch da. Dann den dann nehmen wir auch noch direkt mit. Sollten hier oben ein paar Steine rumliegen. Hier oben haben wir auf jeden Fall ein paar Lurches. Und auch Kundschaft, das ist natürlich das, was keiner braucht jetzt. Das ist das, was keiner braucht.
bringe mich mal trotzdem mit. Schmeißen den einfach mal hier hin. Da liegen. Ja, 4 Steine noch für unseren Shelter. Was da an. So, jetzt haben wir wenigstens schon mal ein kleines Feuer hier. Vielleicht sehen wir ja auch mal ein Schiff, was uns mitnehmen kann, was ich allerdings nicht glaube, aber egal. Nehmen wir noch den durch hier mit und schmeißen erstmal was aufs Feuer. Kochen wir uns erstmal was. Beziehungsweise grillen. Warten wir kurz, bis dass uns das nicht verbrennt. Genau. Hat das jetzt gegessen? Ja. So. Aber hier hätte ich gerne so eine Wand. So eine Wand. Da kommt eine Tür hin. Ja, da kann er ja gerne mal probieren lang zu laufen. Dürfte auf die Schnauze fallen dann. Erstmal so. Wir probieren uns erstmal ein bisschen zu schützen. Wie gesagt, 4 Steine muss ich noch haben. Dann probiere ich die 2 Bäumchen da zu fällen. Und dann probiere ich erstmal wieder zu speichern, nicht dass uns der Spielstand hier wieder abkackt. Was natürlich ein bisschen übel wäre, denn dann müssten wir sehr wahrscheinlich warten, bis der neue Patch rauskommt. Wir können ja mal eben kurz gucken, wie die Sonne aufbringt, aber nein, die wird durch einen Berg verdeckt. Ich dachte, es wird jetzt etwas episch, aber... Ja, wir lassen uns trotzdem nicht unterkriegen, die Moral ist immer dieselbe, wenn ich da so andere Leute sehe, was die schon alles gemacht haben. Und bei denen ist das ja noch ärgerlicher wie bei mir. Ich habe ja im Prinzip gerade erst angefangen, obwohl ich hatte ja schon vorher noch einen Spielstand, den ich ja auch abgebrochen hatte, da da die Qualität und das alles nicht ganz gepasst hat und mit der Kamera und so und alles hier, ist es natürlich ein bisschen was angenehmer. Für euch, für mich. Und von daher ist es jetzt eigentlich schon der 3. Spielstand. Trotzdem könnten langsam mal ein paar Steine hier irgendwo rumliegen. Ich meine, das kann es ja irgendwie nicht sein. Es könnte auch mal was heller werden. Aber gut. Hier direkt am Wasser ist natürlich eigentlich nicht so schlecht die Location. Hier oben hatten wir auch ein paar Viecher, die da rumlaufen. Ein paar Stickies können wir immer gebrauchen, wenn er den Baum denn treffen würde. Ja, er hat ihn getroffen, ist ja nicht zu fassen. Aber mit dem Aufnehmen hat er wirklich Schwierigkeiten. Also mit Sachen einfach auch zu nehmen.
den mal lieber länger her. Oh, was haben wir denn da? Ein Stein. Ist ja nicht zu fassen. Dann brauchen wir jetzt noch drei Stück. Kloppen wir erstmal den Baum. Sind ja hier, um zu arbeiten. Aber wer arbeitet, muss natürlich auch essen. Meine Güte, was ist denn hier los? 6000 Hasen. Kann ich vielleicht hier runter? Ja, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Oh, ein Stein, der gespawnt ist. Nett. Ist einfach noch ein Stein? Wow. Haben wir dann unsere paar Steinchen um unser Shelter fertig zu kriegen. Feuer brennt auch noch. Ne, es fehlt noch einer. Ein Stein und drei Baumstämme. Und dann müssen wir uns natürlich hier vorne am besten an die Tür. Also ein bisschen weiter hier vor. Oh, da ist sogar ein Stein. Direkt. Falls er ihn denn nehmen sollte. Machen wir erstmal das Ding fertig. Ja, anscheinend bin ich auch ein bisschen doof gewesen, denn ich glaube, ich habe in der letzten Folge einfach nur geschlafen und nicht gespeichert, denn ich sehe gerade, speichern wird auf C und nicht auf Z, wie sonst immer gewesen. Das ist dann natürlich. Da ist man natürlich selber schuld da. Ich glaube, ich habe nämlich nur geschlafen und nicht C gedrückt. Was natürlich schlecht ist. Aber ich kann euch garantieren, der Fehler wird nicht nochmal passieren. Da habe ich Scheiße gebaut. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich habe wirklich gedacht, dass der Spielstand da irgendwie abgekackt ist oder so. Aber ich glaube, da waren wir selber schuld. Also nehme ich schon mal die Sachen zurück, die ich über die Programmierleistung gesagt habe. Aber ich meine, hier hätte auch schon irgendjemand mal irgendwas gemacht. Denn die Ecke hier kommt mir schwer bekannt vor. Ich wollte den Baum hier oben kloppen. Als er denn hier hochkommen sollte. Ich liebe es. Ist der tot? Ne. Muss doch klappen.
ärgere ich mich gerade auch ein bisschen nur um mich selbst. Dass ich da nicht wirklich darauf geachtet habe. Aber gut. Mit Tür. Aber die Tür fliegt bestimmt raus, oder? Ja. Gut. Tür zu. Geht das? Ja. Mehr oder weniger. Anscheinend ist da Durchzug. Erstmal wieder was trinken. Und dann geht's erstmal noch ein bisschen weiter. Jetzt erstmal noch ein kleines bisschen weiter. Ich wollte jetzt natürlich kein Video in Überlänge wieder machen. Aber da jetzt Tag ist, werde ich wahrscheinlich noch bis zur Dämmerung weitermachen. Leg mir jetzt einfach mal den Baumstamm hier hin für später. Und werde mir nachher da hinten irgendwo auch, also werde das hier zumachen, damit ich hier den Strand mehr oder weniger für mich vereinnahme. Obwohl die natürlich auch von da oben runter jumpen könnten, das dürfte eigentlich kein Problem sein für die. Und wir brauchen da vorne trotzdem erstmal ein Feuerchen. Also, so ein normales Feuer. Und dafür begebe ich mich natürlich wieder auf die Suche nach Steinchen. Ah, es lurcht. Ich glaube, es lurcht wieder mal. Probiert sich zu verstecken. Oder ist festgebackt, keine Ahnung. Auf jeden Fall treffe ich ihn nicht. Ne. Den treffe ich nicht. Den Hasen anscheinend auch nicht. Na, zumindest haben wir hier irgendwie was zu essen. Sollte auf jeden Fall nicht unbedingt wegräumen.
Das Hauptproblem sind immer noch die Steine. Das Hauptproblem sind weiterhin die Steine. Ups, jetzt hängt es aber wirklich ein bisschen. Es hängt ein wenig. Warum weiß keiner jetzt? Wie viel eigentlich relativ normal die ganze Zeit. Wir latschen einfach noch ein bisschen hin und her. Wie gesagt, solange wie es hell ist, sollten wir die Helligkeit natürlich auch nutzen, um irgendetwas zu machen. Wenn im Dunkeln ist das alles natürlich ein bisschen schäbig. Wir könnten natürlich auch so einen Lockholder bauen. Dafür bräuchten wir, glaube ich, noch ein paar Stickies. Der dem jetzt gefällt. Mehr hat er nicht. Menschenskinder. Nein! Also uns fällt wirklich viel darunter. Uns fällt viel darunter. Tja, den habe ich auf jeden Fall mal getroffen. Hier scheint regelrechter Betrieb zu sein von Hasen und Lurchen. Der rennt im Kreis rum, oder? Nee, doch nicht. Schade, sonst hätte ich ihm eine übergebraten. Mit dem brate ich einen lieber. Habe ich einen Lurch gepackt und direkt einen Hasen, aber. Naja, lass mal den mal leben. Den kill ich nur, damit ich später wieder ein bisschen was Rüstung habe, sage ich jetzt mal. Aber wir kriegen wieder Besuch. Warte ich hier von wo wieder? Ja, mit den Steinen, das nervt wirklich ein bisschen. Da unten spawnen ja immer mal ein paar, aber das ist schon der Knaller. Ich gucke ja immer mal hier. Da ist mal wieder einer. Aber gut. Bleibt uns ja wohl keine große Wahl. So. Ich würde einfach mal sagen, dass wir hier so einen Lockholder hinstellen, damit uns die Dinger nicht wegrollen. Stickholder, Rockholder, das wäre natürlich nicht schlecht.
werden, das einfach mal. Oder sagen wir besser. Nee. Ich glaube, wir stellen das Ding einfach mal hier hin. Ich glaube, das ist das einzige Symbol, was wir uns keine Gedanken machen müssen über diese komischen Sticky-Bäume. Na, er hat schon wieder Kohldampf. Aber. Sticky-Bäume fällen mal eben kurz ein paar und uns wenigstens eine Flamme da noch hinstellen. Sollte in diesem Video auf jeden Fall noch möglich sein. Und vielleicht ein Zigarettchen sollten wir uns mal rauchen. Ne? Ich huste ja so wenig, aber ich habe Schmacht. Ja, er hat schon wieder keine Energie, das ist echt. Da hat der Gronkh hier auch schon recht. Der Typ ist am Schnaufen und am Machen. Ich esse mir einen Döner oder hier so ein Lurch. So ein Lurchdöner und bin echt da auch mal einen halben Tag satt. Der Typ hier ist die ganze Zeit am Fressen. Und kann ich die jetzt irgendwie da reinlegen? Hallo? Auch auf C, aha. Ja, bei dem anderen, bei mir ging das ja nie. Also ich konnte die Dinger nicht nutzen, da ich keine Stämme da rein tun konnte. Ich tue die jetzt nur hier reinlegen, damit sie uns halt nicht verschwinden wieder. Aber jetzt trotzdem, bevor uns die Sonne wieder runtergeht. Das gebe ich natürlich genau in die Sonne rein. Finde ich auch schlau. Mal hier vor die Tür vielleicht direkt mal so ein Ding. Vier Stickies. Und dann essen wir was und dann probiere ich erstmal zu speichern. Ich hoffe ja, dass ich diesmal etwas intelligenter bin wie letztes Mal. Ist zwar schade, wie gesagt, aber was willst du machen? Probieren wir es halt auch ein neues hier. Ist halt so, wie es ist. Was habe ich jetzt gesagt? Was brauche ich? Ja, zwei Stickies noch. Und dann wird es ja auch schon dunkel wieder. Und irgendwie blendet die Sonne so dermaßen heftig. Das ist echt crazy. Eine Sonnenbrille wäre mal nicht schlecht. Oh, ein Stein. Ein Stein. Ja, hier oben scheinen wir eine regelrechte Hasenfarm zu haben. Den Baumstein nehmen wir auch noch mit. Immer wenn ich komme, außer ab. Oh Mann. Ja, ich dachte, es gibt mal Hasen. Abends. Aber da hinten ist auch noch ein Baumstamm. Den nehmen wir auch noch direkt mit. Ich dachte, das wäre ein Stein, aber na gut. Vielleicht ist das ein Stein gewesen. Ein Waschbär kreuzt unseren Weg. Läuft er jetzt mit uns mit? Jetzt kann man auch gut sehen, wie schnell das hier dunkel wird, denke ich mal.
Also wie schnell auch. So, sind 7 Stück. Ne? Ein Sticky Wall noch. Oh. Noch ein Stein. Ein Sticky. Ich dachte eigentlich, ich hätte einige mitgenommen gehabt. Ja. Hab ich auch eigentlich. Ich muss erstmal wieder Licht anmachen. Komm schon. Und die zweite Nacht ist angebrochen. Mein Gott, das ist ja. So, gibt es also doch Hasen heute Abend. Da ist noch Licht. Sticky Baum. Also, oder Sträuchchen. Alles klar. Ich habe auch gehört, die Hasenzucht ist wahrscheinlich auch noch nicht so perfektioniert, da die Viecher irgendwie immer aus dem Stall verschwinden. Aber gut, wir haben ja jetzt erstmal alles gemacht, ein paar Baumstämme haben wir, damit wir hier später eine Kleinigkeit errichten können. Machen jetzt erstmal hier Licht an und werden jetzt was essen und dann schlafen gehen. Und ich hoffe, dass dann auch speichern kann hier. Nochmal mal 3 Stück. Gucken wir mal. Den durch nehmen wir auch noch direkt mit. Den braten wir uns mal eben hier. Hat er den jetzt da drauf getan? Ich sehe das irgendwie nie. Ist ja nicht normal. Nein, kurz warten. Ja, scheint gesnackt zu haben. Jetzt warten wir kurz, bis die Energie voll ist. Und dann bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen. Ja, wie gesagt, sorry, dass das am Anfang nicht so, oder die erste Aufnahme hat zwar relativ gut geklappt, war auch alles gut im Progress, aber irgendwie war ich nicht in der Lage zu speichern. Ich werde es jetzt aber ausprobieren. Hat er jetzt nur gespeichert oder hat er auch geschlafen? Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt vorsichtshalber nochmal. Also zweimal hintereinander. Und probieren dann auch zu schlafen. Und ja, ich sag danke fürs Einschalten. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal bei The Forest und Sam Spicy. Haut rein.